So, herzlich willkommen auf HipHop.de, herzlich willkommen bei On Point. Mein Name ist Aria. Jede Woche Montag On Point. Nicht wie letzte Woche Mittwoch, hatte mich da ja ganz kurz versprochen. Und zwar haben wir diese Woche quasi das Ende einer Phase des Rap-Jahres 2016, gleichzeitig auch den Beginn einer anderen Phase, denn ja, F-Nazizi, F-A-R-D hat am letzten Freitag, vergangenen Freitag am 17.10. sein Album Bei Fame hört Freundschaft auf released, das ja, eröffnet auf der einen Seite den letzten Teil dieses Jahres, ja, das letzte Viertel des Jahres natürlich, Oktober, November, Dezember. Gleichzeitig beendet er auch damit eine Phase des Jahres, denn man wird es wahrscheinlich so nicht mitbekommen haben. Es ist ja so mehr oder weniger schleichender Prozess. Seit Anfang August, ich glaube 2. Augustwoche, ist jede Woche bis jetzt eben Fahrt ist der letzte, jede Woche ein Deutschrap-Album rauskommen. Und ich meine wirklich relevante Deutschrap-Alben, wenn man jetzt sagt 20, 30, 35 wichtigsten Rapper Deutschlands. Jede Woche hat einer von ihnen ein Album released. Fahrt ist jetzt erstmal der letzte. Es gibt eine ganz kleine Woche Pause jetzt nach Fahrt, dann geht's wieder weiter. Was eben auch nicht heißt, dass dieses Jahr zu Ende ist. Ganz im Gegenteil, ich habe hier eine lange, lange Liste an Leuten, die dieses Jahr noch releasen. Deswegen mache ich hier einen kurzen Abriss über die Alben, was uns dieses Jahr noch erwartet. Ich würde sagen, wir haben einen ganz, ganz krassen Endspurt am Ende des Jahres. Da sind so 4, 5, ich glaube es sind 5 Wochen Ende des Jahres, wo nur Knalleralben kommen, also von den Namen her. Nächste Woche ist erstmal eine Pause, die Woche danach, das wäre dann der 21. Oktober. Da fängt dann so langsam das Warm-up an für diese krasse Phase ganz am Ende. Ich will jetzt keinen hier diskreditieren mit Warm-up, aber ihr werdet schon sehen, warum ich das so sage, wenn wir dann ganz am Ende ankommen. Am 21. kommt einmal Oleg Sesh mit Makadam, ja natürlich der Lieblingsrusse des Deutschrap-Games. Und Zilla, es war einmal in Südberlin. Oleg Sesh natürlich macht gerade schon extrem viel Welle für sein Album, hat viele Video-Auskopplungen, Singles gedroppt von Wei Yao über Geboren in der Großstadt. Ich glaube, der hat beide Videos in der Ukraine tatsächlich gedreht. Ruski Kanak kam jetzt letzte Woche raus, auch ein geiler Song. Oh, Oleg ist sowieso ein Arbeitstier. Letzte Woche ging die On Point hier über Charts und so weiter. Da gibt es ja darum, welcher Rapper hat es geschafft, in einem Jahr zweimal auf Platz 1 zu charten. Da hat richtigerweise einer in den Kommentaren geschrieben. Also schöne Grüße, vielen Dank, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt. Oleg ist natürlich nicht zweimal auf 1 gegangen in einem Jahr, aber er hat es geschafft, mit 2 Soloalben auf Platz 5 zu gehen, ja, in einem Jahr. Was schon krass genug ist, weil versuch erstmal 2 Soloalben in einem Jahr zu releasen und die dann beide auch noch auf Platz 5 zu kriegen, beziehungsweise in die Top 5. Das zeigt natürlich, mit was für einer Taktung da Oleg seine Sachen raushaut und gleichzeitig auch noch Qualität bewahrt. Kann gerne so weitergehen auf Makadam. Ich glaube, er hat selber gesagt, Makadam wird ein bisschen persönlicher als Master. Auf Master war ein bisschen mehr Technikgeflexe, jetzt soll es persönlicher werden. Zeigen ja auch die ersten Tracks schon. Ich meine, Oleg ist sowieso einer der saubersten, technisch raffiniertesten MCs des Landes. Das wird auch, also das war auch auf den Singles jetzt weiterhin so. Und das wird auch durch das ganze Album so weitergehen. Am gleichen Tag kommt Zilla. Ja, es war einmal in Südberlin, passend jetzt auch zu seiner Biografie, zu dem Buch, was vor einigen Wochen im September gekommen ist. Letzte Woche kam auch noch ein neues Video mit Motrip. Schönes Video auch. Ich meine, mit Motrip auch als Feature-Gast kann man sowieso nie etwas falsch machen. Das vom 21. Oktober. Eine Woche später geht es dann weiter mit 2 Releases, die auch sehr, sehr heiß erwartet sind. Zum einen ist das Kalim, ja, Kalim aus dem Alles-oder-Nix-Camp. Das erste Alles-oder-Nix-Release nach Coop, ja, und auch nach der leider etwas seltsamen Beef-Geschichte zwischen Labelboss Khatar und natürlich Casey. Endlich, kann man sagen, ja, kommt Kalim mit dem Solo-Debüt-Album sozusagen. Odyssee 579 heißt das Album übrigens, hab das noch nicht gesagt an der Stelle. Nachdem natürlich 2014 sein Mixtape kam, 6 Kronen, was ich sehr gefeiert habe, das hat mir sehr, sehr gefallen. Hat man ja jetzt lange gewartet darauf, dass endlich mal ein Album kommt, wobei das Mixtape war ehrlich gesagt so gut ausproduziert, hatte so einen roten Faden, dass man heutzutage ja Mixtape und Album nur noch begrifflich so unterscheidet. Nichtsdestotrotz, 6 Kronen war natürlich sehr 90er orientiert, man hat es an den Beats gehört, man hat es an der Atmosphäre, dem Feeling, den Videos auch gesehen. Ich denke, es wird diesmal umfangreicher, auch die zweite Single jetzt
Ja, immer heißt die Single. Auch die zweite Single zeigt, dass es da umfangreicher wird, denke ich, vom Sound her, dass es vielfältiger wird. Das ist mit Sicherheit auch ein bisschen Kalims Anspruch jetzt an sein Album. Also da könnte man vielleicht einen Unterschied machen zwischen Mixtape und Album, dass es ein bisschen ausgereifter werden soll vom Sound her, dass es ausproduzierter werden soll. Also ich habe 6 Kronen sehr gemocht. Ich bin gespannt, was da für eine Mischung auf uns wartet bei Odyssee 5, 7, 9. Aber ich denke, wer Kali mag, wer generell den Alles oder Nix Sound mag, der wird auch mit diesem Album voll zufrieden sein. Ich sehe da jetzt nicht großartig das Risiko, dass Kalim ein schlechtes Release oder so droppt, ehrlich gesagt. Natürlich kommt am 28. Oktober nicht nur Kalim, auf das sich viele Leute sehr freuen, zu Recht, sondern auch ein anderes Release, ja, der King von diesem ganzen Scheiß, Kool Savage, kommt mit Essa Damus um die Ecke mit genau 473 Feature-Gästen, glaube ich. Sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Gäste dabei. Von Azad, Sido, Casey Rebel, Milone, Taktlos, ganze MOR-Crew. Casey habe ich schon gesagt, PA natürlich zweimal drauf, Milonair habe ich auch schon gesagt und so weiter und so fort. Gerade der Track mit Azad und Sido wird, denke ich, in den nächsten Tagen dann auch Videopremiere feiern. Wie man auf Savage Snapchat beobachten konnte, wurde ja das Video dort gedreht. Ich glaube, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich bei Triumph, also diesem Song mit Azad, Savage, Sido, jetzt schon sage, und ich habe den Song noch nicht gehört, dass es sich dabei um einen potenziellen Track des Jahres handelt, auch so im Hinblick auf Hip-Hop Day Awards jetzt Ende des Jahres, so ein Line-Up, und ich habe auch gehört, was Tox zu dem Song gesagt hat, denke ich, ja, also wenn ich ein Line-Up zusammenstellen müsste für einen Song, der dann garantiert gut wird, das kommt dem schon sehr, sehr nahe. Mit Savage beginnt dann quasi auch dieser ganz krasse Endspurt, den ich jetzt die ganze Zeit angekündigt habe, dieses Jahr. Wir haben nach Savage eine Woche Pause, eigentlich timingtechnisch ein bisschen schade. Ich hätte den auch noch jetzt zu diesem Paket zusammengeschnürt. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gegen Jahresende in der Art und Weise hatten. Ich lese das mal eben ab im Schnelldurchlauf. 11. November Shindy mit Dreams, Sido, goldenes Album. Casey mit Abstand, Genetik, Kollega. Kollege setzt dann quasi den Schlusspunkt des Jahres, war ja auch schon letztes Jahr so. Und Alter, das sind 5 Wochen, in denen Shindy, Sido, Casey, Genetik, Kollege, 5 Acts, die, würde ich sagen, wirklich, wirklich ganz, ganz oben verkaufstechnisch mitspielen. Also Shindy, Sido, Casey, Kollege sind ja Goldkünstler alle. Genetik, soweit ich mich erinnere, noch nicht. Aber so Richtung 60, 70, 80 haben sie ja auch schon mal verkauft. Ich habe extra mal nachgeguckt. Letztes Jahr hat Deutschrap es geschafft, 6 Wochen in Folge auf Platz 1 zu sein. Da war Deichkind auch dabei. Das ist natürlich ein bisschen Rand des Deutschraps. Ansonsten Prinz Porno, Vega, Favorite, Deichkind, Flair und Bushido. 6 Leute auf der 1 hintereinander. Ja, wenn wir uns ins Zeug legen, ja, gerade die Savage-Fans, denke ich, wenn sie schaffen, Savage da vielleicht 2 Wochen auf der 1 zu halten, können wir das sogar knacken dieses Jahr. Nichtsdestotrotz, scheiß mal auf Charts. Es sind krasse Alben, die rauskommen, auch musikalisch. Shindy macht da den Anfang, ja, am 11. November hat ja diese Woche seinen Titelsong nochmal nachgelegt. Es hat ja extrem lang gedauert seit Rolly. Wer sich erinnert, Rolly kam gleichzeitig mit Palmen aus Plastik, dem Song, also dem Video, raus. Hat auch ganz schnell Klicks gesammelt, also Rolly wurde dann im Endeffekt von Palmen aus Plastik überholt, weil natürlich auch Ohne mein Team rauskam, Mörder natürlich rauskam und sogar Attackieren jetzt rauskam und generell auch das Palmen aus Plastik Album rauskam, und Shindy hatte immer noch nur dieses eine Video in der Pipeline. Man dachte zwischendurch auch die ganze Zeit, als er diese Countdowns gebracht hat, es kommt endlich mal ein neuer Song, dann waren es wieder Merch-Artikel. Jetzt kam endlich der Titelsong, neues Video, cooles Video übrigens. Song hat offenbar auch viele Fans überzeugt. Die Amazon-Boxen von Shindy sind ausverkauft. Ich glaube, Shindy könnte damit eine ganz, ganz große Ära jetzt im Deutschrap beenden. Wir erinnern uns, Bushido geht ja angeblich in Rente, sobald sein Schützling Shindy Platin geholt hat. Ich denke, das ist bei diesem Album gar nicht so unwahrscheinlich, ja, gerade wenn man jetzt alle Boxen weg hat. Ich weiß ja nicht, wie viele Boxen die gemacht haben, aber auch das Video zu Dreams hat jetzt in 2-3 Tagen 2-3 Millionen Klicks geknackt. Das spricht auf jeden Fall für eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Ich meine, Shindy hat auch mit seinem letzten Album Fuck Bitches Get Money an die 130, 140
1000 verkauft. Platin sollte schon im Bereich des Möglichen liegen. Direkt in der Woche danach kommt dann Sido, ja, der im Gegensatz zu Shindy natürlich sein Album schon lange, lange fertig gemacht hat. Vor ein paar Monaten kam ja schon die On Point zu Sidos erster Single, Alhamdulillah. Bevor es in die zu den Festivals ging und so weiter und so fort, wo man auch wieder gesehen hat, dass Sido wirklich eine Hitmaschine ist. Auch die anderen Singles, die jetzt von Sido hinterher kamen, hatten alle irgendwo Ohrwurm-Charakter. Deswegen bin ich auch gespannt, was Sido auf dem Album abliefert. Es ist weniger poppig, sag ich mal, angehaucht als die letzten Mal. Ich mag die erste Single immer noch sehr, sehr gerne. Alhamdulillah, ja, finde ich immer noch super. Ich hoffe, da gibt es in die Richtung mehr auf dem Album. Auch ganz unten mit Hannibal. Hannibal ist sowieso jemand, der gerade bei Features immer voll aufdreht. So ähnlich eigentlich wie bei Zilla vorhin mit Motrip. Ich glaube, Motrip und Hannibal in unterschiedlichen Arten und Weisen sind das zwei Features, die man eigentlich immer mit auf den Song holen kann. Was heißt immer, ne? Je nachdem, was das für ein Song ist. Ich glaube, Hannibal hätte auf dem Zilla-Song jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert, aber generell zwei Features, die auch immer abliefern. Kein Wunder also, dass es Hani sogar jetzt auf ein Sido-Album geschafft hat. Eine Woche danach, am 25. November, kommt dann Casey Rebel mit seinem Nachfolger zum Gold-Album. Dieses Mal mit Abstand, Abstand. Kommt Casey wieder zurück. Er ist, glaube ich, auch der erste Banger. Nee, pardon, Jasko war schon beim Streaming, aber Casey ist dann damit der zweite Banger erst, dessen Musik dann auch in den Streamingdiensten läuft. Casey befindet sich ja genau wie Shindy quasi in der heißen Phase seiner Promophase jetzt im Moment. Zuletzt kam Leer, der Song Leer, der hat mir sehr gefallen. Viel, viel besser als der erste, als Paper. Gerade weil es so ein ruhiger Song war und Casey seine Stimme gut in den Vordergrund packen konnte und gut eben seine Stärken auf dem Song ausspielen konnte, hat der Song mir sehr gefallen. Bin ich auch sehr gespannt. Casey ist ja auch auf dem Savage-Album, der auch immer in höchsten Tönen von Casey spricht und generell auch sehr viel davon geredet wurde jetzt, dass Casey wieder musikalischen Sprung gemacht hat und sich mit seinen Produzenten auch lange auf irgendeiner kanarischen Insel eingesperrt hat. Deswegen bin ich da gespannt, welche musikalische Richtung Casey einschlägt und ob das so viel anders sein wird als bei Fata Morgana. Es war ja relativer Mischmasch bei Fata Morgana. Mal schauen, ob es jetzt bei Abstand diesmal einen roteren Faden gibt. 2.12. kommt dann, also 1. Dezember Release dieses Jahr. Das einzige von zwei Rap Releases dieses Jahr im Dezember. Sind die einzigen, die hier eben keine Goldrapper sind in dieser illustren Runde. Genetik, ja, mit ihrem Album Fuck Genetik, Nachfolger von 8. Tag. Dort haben wir noch nichts. Cover ist draußen und eine ganz, ganz kleine Hörprobe eher vom Beat und die Tracklist ist draußen. Also das ist noch relativ wenig Musikalisches, was man da jetzt beurteilen und bewerten könnte. A$AP Nast ist auf dem Album. Schade, dass es nicht A$AP Rocky ist, ehrlich gesagt. A$AP Nast. Ja gut, auch schön jetzt jemanden vom A$AP Mob drauf zu haben. Ich warte auch da gerne noch ab, in welche Richtung das vom Style her geht bei Genetik. Die machen ja auch von Album zu Album immer eine gewisse Entwicklung durch. Manchmal auch enttäuschend für die Fans, manchmal auch einfach riesige Schritte nach vorne. Wie zu DNA-Zeiten zum Beispiel war so ein klassischer großer Schritt nach vorne. Gerade denke ich, durch die Situation, die sich da jetzt bei Selfmade kurzerhand, oder was heißt kurzerhand, ne, für Außenstehende plötzlich ergeben hat, dass Kollega weg ist, bietet sich für Genetik natürlich an, dass sie jetzt quasi eine oberste Priorität Act werden bei Selfmade. Da muss es jetzt jemanden geben, der hervorstechen kann. Ich denke, Genetik sind in guter Position, das zu machen. Bei Selfmade sind sowieso alles, also sind keine Verkaufsflops oder so da. Trotzdem ist das ja schon eine sonderbare Situation. Plötzlich hat man das Alpha-Tier, kein Wortspiel jetzt beabsichtigt gewesen, Kollege weg vom Label. Es gibt sich eine neue Dynamik. Und wenn man vom Teufel spricht, natürlich ihr Ex, Selfmade-Kollege, Kollege setzt dann, wie schon vorhin gesagt, Stand jetzt für das Hip-Hop-Jahr oder das deutsche Hip-Hop-Jahr 2016 den Schlusspunkt. Mit Imperator, das hat er letztes Jahr schon gemacht, wer sich gut daran erinnert. Zu Elter Tape 4 kam letztes Jahr ganz, ganz knapp vor der Frist für die Hip-Hop.de Awards. Ja. Kollege hat da sogar noch geschafft, den Rap Solo Act Award 2015 abzustauben mit einem Album, was eben sehr, sehr spät kam. Das habe ich auch schon bei Palmos Plastik diskutiert, immer der Vorteil, wenn du natürlich kurz vor den Awards dein Album droppst, ist der Eindruck noch frisch bei den Leuten, bei der Jury, bei den Leuten, die voten. Du hast gerade wegen Promophase sowieso deine Fanbase aktiviert, hast die größte Reichweite. Das könnte dann so einem
Rapper wie Kollega zugutekommen. Auf der anderen Seite könnte das einem Album wie Palmen aus Plastik ein Beinchen stellen, weil das dann eben schon relativ lange her ist. Oder Azad beispielsweise, der hat ja ganz, ganz früh im Jahr, schon im Januar released, zusammen mit CEO auch. Das sind dann eben Leute, die für die Awards nochmal ein bisschen Überzeugungsarbeit mehr leisten müssen und sagen müssen, ich habe übrigens auch noch released. Kollega ist dann quasi schon in diesem Modus drin. Aber das werden wir spätestens dann im Dezember, wenn Tox und der Rest der Bande inklusive mir sich zusammensetzt, um über die schönsten, besten, tollsten Momente des vergangenen Hip-Hop-Jahres zu reden, herausfinden. Bis dahin, wenn ihr den neuesten Scheiß pumpen wollt, zieht euch doch mal auf Spotify, hiphop.de rein. Abonniert uns gerne, lasst uns ein Abo da. Unter anderem mit der Deutschrap-Playlist könnt ihr euch ja mal abonnieren. Hier mit Suna, UFO, Fahrt, alle möglichen gerade dabei. Oder wenn du Bock hast, das Beste der 187 Straßenbande, alles mögliche, checkt das da mal ab. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt mich ja abonnieren auf Twitter, wo ich jetzt einen blauen Haken habe, ich bin Fan. Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, abonnieren und diskutieren. Wenn ihr Bock habt, zieht euch Toxics Interview mit Kool Savas hier rein über die ganzen Features. Das Was los mit Fahrt, der am Freitag sein Album rausgebracht hat. Und natürlich auch die On Point von letzter Woche, wo es um Charts ging. Zieht ihr euch rein, lasst uns ein Abo und ein Like da. Bis dann, haut rein. Dankeschön.